Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Schnelle Schnäppchen. Yay! Heute habe ich leider keine kostenlosen Spiele für euch, aber ein paar Collections, die man sich mal ansehen könnte. Und zwar gibt es gerade die Painkiller Collection sehr vergünstigt. Normalerweise kostet die mit allen DLCs und so weiter 80 Euro. Heute gibt es sie für 16 Euro. Gibt es auf gamersgate.com. Ich werde euch die Sache natürlich verlinken. Dann gehen wir weiter zu Gamefly. Dort ist gerade Bioshock. Ist gerade Bioshock im Angebot. Dort hätten wir einmal hier für 2,49 Pfund hätten wir Bioshock 1. Dann hätten wir, so, was ich euch so anraten würde, Burial at Sea Bioshock Infinite. Das wäre jetzt die erste Folge von den dreien. Da gibt es dann auch gleich Bioshock 2 nämlich gratis dazu, wenn man das macht. Dann hättet ihr nämlich quasi gleich die Trilogie komplett. Das Ganze gibt es auf gamefly.com UK. Ich werde euch das Ganze natürlich auch wieder verlinken. Und dann kommen wir zu den Sachen, die Steam gerade im Angebot hat. Und zwar gibt es gerade 75% auf jedes Total War Game. Das sollte sich jeder Total War Fan mal anschauen. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze geht. Daher zuschnappen, solange es noch geht. Wie wir sehen, es ist eine recht lange Reihe von den Sachen, die wir hier für 75% weniger kriegen. Einzelpreis der Spiele 50,76 Euro, Paketpreis 139 Euro. Ja, das könnte also doch schon einiges sein. Also wenn ich hier schon sehe, Medieval 2 Total War statt 14 Euro für 4 Euro. Das kann man sich alles schon mal angucken. Oder hier, wo war's? Napoleon war auch wieder für 4 Euro. Also ist für jeden eigentlich was dabei. Und dann habe ich für euch nochmal was von Valve selber. Und zwar hat Valve gerade auch das Complete Pack. Und das gibt es gerade für 75% Rabatt. Da habt ihr also die ganzen Spiele wie Counter-Strike und die ganzen Portal-Reihen, Left 4 Dead, Team Fortress habt ihr dabei. Half-Life habt ihr natürlich dabei. Das Ganze gibt es jetzt auch alles für 75% weniger. Was ich euch da auf jeden Fall raten kann, sind die Portal-Spiele. Die gibt es gerade für recht wenig Geld. Und natürlich Half-Life, wer es noch nicht so gespielt hat, wäre jetzt der richtige Moment zuzuschlagen. So, das war's aber auch für heute mit den Schnäppchen. Ich hoffe, ihr habt was gefunden und ich wünsche euch eine frohe...